Servus Leute, ich habe da eine neue Maschine bekommen. Schauen wir mal, was sie macht. Das muss aufheizen. Gut, heißes Wasser kommt. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt auf den Kaffee drücken. Gut, interessanterweise hat sie jetzt gemahlen. Das ist schon mal super, weil ich habe sie eigentlich gekauft mit dem Fehler, dass sie nicht mahlt. Schon mal gut. Gut, aber das, was da runterkommt, naja. Ich glaube, wir brauchen da ein kleines. Machen wir mal einen Service und schauen mal, wie der Zustand da allgemein ist. Und wir werden ja sehen, was wir mit dem Ding anstellen müssen, damit das wieder wie eine Maschine funktioniert. Gut. Stecken wir sie ab. Oh. Oh, die schaut nicht gut aus. Oh. Oh mein Gott. Oh, Leute. Das bedeutet viel Arbeit. Okay, machen wir weiter. Ich lege einfach alles in den Geschirrspüler rein. Da spare ich mir einiges an Arbeit. Kann ich euch nur raten, die Maschinen sollten ohne Probleme die 50, 60 Grad auch schaffen. Ich mache das so 50, 55. So, schauen wir mal, womit wir anfangen. Bin mir da nicht ganz sicher, ob ich da reingreifen soll. Oh Gott. Ja. Und solche Kaffeemaschinenbesitzer rate ich dringend, sich nach einer Tabs-Maschine umzusehen, weil das funktioniert so nicht mit solchen Maschinen. Das bedarf ein bisschen an eine gewisse Reinigung. Das schaut so aus, als ob diese Tür noch nie aufgemacht wurde, seitdem die Maschine funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine EP2220er Philips. Und ja, machen wir weiter. So, 10er Torx. Jetzt machen wir da mal die Schrauben auf. Tut mir leid, wenn das Ganze etwas unbeholfen wirkt, weil das ist das erste Mal, dass ich so eine Maschine öffne. Dieses Modell hatte ich noch nie. Hier ist auf jeden Fall auch eine Schraube, zu der müssen wir auch hinkommen. Das erste Mal, dass ich so eine aufmache, und sie hat auch ein 10er Torx, normal sind es um eins größer.
So, Kaffeebohne nochmal raus. So, Kaffeebohnen sind draußen. Hier ist noch eine Schraube. So, jetzt schauen wir mal, ob sich der Deckel gleich mitbewegt oder nicht. Okay. So. Okay. Das ist fix hier. Das heißt, kann ich drin gleich lassen. 300 zum Waschen. So, und da kommen wir schon langsam zum Malwerk. Sehr gut, dann haben wir da zwei Schrauben. Jetzt tun wir mal die Seitenteile ausbauen. Sieht da was? Ja, da, die Hinterseite haben wir auch noch zwei. Einmal. Zweimal. So, das ist die eine Rückseite. Haben wir hier auch eine Schraube. Ah, da ist eine. Da haben wir eine Schraube noch. So, und das Ganze geht schon von alleine raus. Super. So. Geht diese auch raus oder gibt es da noch eine? Da ist noch eine. Für die linke Seite. So. Gut, hier haben wir das Ganze einmal offen. Da haben wir die kleine Platine, da haben wir eine Sicherung, da ist noch eine Sicherung. Gut. Das Malwerk hat funktioniert, dann hat es wieder mal nicht funktioniert. Schauen wir sich das einmal an. Ich denke mal, das ist sicher wahrscheinlich daran gelegen. Also schwarz ist unten, bunt ist oben. Hier ist das da zum Drücken, sonst kriegt es ja die nicht die Stecke nicht raus. So, dann, also das Malwerk sollte eigentlich in Ordnung sein. Das wird wahrscheinlich so sein, dass das so verdreckt ist und dass es deswegen so gesponnen hat, das Ganze, denke ich mal. So, versuchen wir jetzt das Ganze zu Okay, sieht nicht so schlecht aus. Da drücken und dann drehen bis zum Anschlag und dann kriegen wir das Ganze auf. So, so sieht das Ganze dann aus. Das gehen wir dann noch weiter reinigen. Da ist ziemlich verstopft das Ganze. Da ist das Loch. Okay,
Und so können wir das Ganze dann noch reinigen. Wenn ihr dann ganz wissen wollt, wie man so ein Malwerk zerlegt, habe ich auch ein Video dazu. Ich werde euch das dann noch dazu verlinken. Das werden wir dann noch so weiter reinigen. Jetzt machen wir weiter. So. Display und Front. Okay. Wo haben wir noch was zum Aufmachen? Das gehört gehoben, so wie es ausschaut. Schauen wir nur, ob ich nicht irgendwo irgendwelche Schrauben übersehen habe. Okay, es geht noch mit dem Display. So, hier. Irgendwelche Schrauben. Hochheben, dass auch irgendwas hier steckt. Steckt irgendwas ist eine. Da ist etwas zum Hochheben. Was ist das? Moment, ich muss das einmal herausfinden, was da ist. Noch was. Das ist der Zahn. Ja, der Zahn ist es hier. Okay. Wo hängen wir noch? So, ich glaube, das kann man noch teilen, oder? Kann das sein? Ja, da sehe ich was. Da ist eins. Da ist noch eins. Und jetzt tut es nichts. So, jetzt ist es draußen. So. Jetzt haben wir das Ding draußen nochmal.
ziehen. Und nochmal ziehen. Und das da bewegt sich schon nach vor. Dann hier runter drücken, damit das nach oben geht und das da aus diesem Loch hinauskommt. Dann habt ihr diesen Auslauf mal offen. Okay. Schlauch tun wir anders reinigen. Das tun wir so hinein. Der Schlauch kommt daher. Die muss ich komplett aufmachen. Alle Anbauteile rausnehmen. Also sonst wird das nichts. Naja. Gut, merkt man sich immer alle Schrauben. Und raus mit der Elektrik. Das ist der Motor mit dem Schalter. Bei dem Motor ist ganz wichtig, dass diese Halbmunde wieder so hineinkommen und nicht verloren gehen. Das ist der Endschalter. Können wir einfach rausnehmen. Die zwei Rädchen hier. Okay. Das Ding wird wahrscheinlich wegfliegen. Gebe ich es gleich wieder weg. Okay. Hier steht Rot für Plus, Schwarz ist Minus. Können wir auch abstecken. Der Stecker für den Motor. Was ist das für einer? Das ist der Temperatursensor vom Boiler. Die muss ich noch anzeichnen, wie die waren. Am besten macht euch viele, viele Fotos. Und tut euch nicht schwer. Einfach nur anzeichnen. Und dann funktioniert das Ganze auch einfacher. Hier ein Foto machen, wie die Kabel verlaufen. Könnt ihr nicht wirklich was falsch machen.
mit Stromkabel frei machen. Wasserpumpe abstecken. Es ist wichtig, weiß ist hier neben dem und das ist leicht zum Finden, weil weiß ist Temperatursensor, neben dem Temperatursensor geht der weiße angesteckt und da der orange. Wäre jetzt echt super, wenn man das da rauskriegt, ohne dass ich da irgendwas zerlegen muss, aber das wird wahrscheinlich nicht spielen. So, wie ist dieses Teil jetzt da gesteckt? Das Ganze. Okay. So, jetzt ist draußen. Das kann man auch rausziehen. Hier jetzt halten und drehen. Sollte eigentlich aufgehen. Genau. So bauen wir eine Pumpe aus. Vielleicht spritzt jetzt etwas, weil er vielleicht unter Druck ist. Gar nichts. So, Pumpe raus. Pumpe raus, Boiler raus, Flowmeter. So, jetzt ist der Flowmeter. Wasserschlauchhalter. Wassersensor, der zeigt hier den Wasserstand an. Das ist ein Standard-Wassersensor, den hat fast jeder drin. Also die schauen alle gleich aus bei Seiko. Die kann man ganz leicht hier abbicken. Die sind mit doppelseitiges Klebeband angeklebt. Tut sich schon was. Da ist er schon. So, Sensor ist auch weg. Jetzt da. Wo ist die Platine angeschraubt? Die ist nicht einmal angeschraubt, sondern die ist da angehackt hier mit dem. Das ist einfach zum Rausnehmen. Okay. Stecker hier raus. Hier haben wir noch einen Stecker. So ein Sensor. Ja, kann hier so das anheben, kann man das Ganze rausnehmen. So. Ist der Sensor auch schon weg? Wenden die Stecker hier auch abstecken. Da müsst ihr auf jeden Fall reindrücken, sonst wird es nicht funktionieren. So. Okay. Stecke von da durch. Den Stecker abziehen hier.
von der Platine. Die Stecker können wir mit rausnehmen. Jetzt kommt nur noch mit dem Stromkabel. Und das ganze System wurde befreit von allem. Jetzt haben wir da dieses komplette Teil. Die Tür müssen wir aber irgendwie rauskriegen, sonst vielleicht wenn ich in die Richtung biege. Ja, okay, mit biegen geht das. So, die Tür ist auch draußen. Leute, schon lang habe ich schon Dreck noch nicht gesehen. Also, so einen Schmutz habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Das kann ich euch sagen. Okay, dann würde ich mal sagen, rein mit dir. So. Das ist sauber. So, und das Ganze lassen wir jetzt einmal schön durchwaschen. Und während das Ganze wäscht, kann ich mich mit den anderen Sachen beschäftigen. Schauen wir, ob nur das Ding dreht, ohne dass es irgendwo ankommt. Jetzt passt's. Gut. Dann waschen wir mal. Schalte den auf 40 Grad. Stunde 40. Und dann wird schon funktionieren. So. Das Malwerk und das untere haben wir geputzt. Das obere ist eh nicht so dreckig. So, das ist jetzt auch okay. Wie gesagt, wie man da die Scheiben wechselt und so weiter, da habe ich schon ein Video gemacht. Das könnt ihr euch dann anschauen. Ich werde es dann auch verlinken. Und dann könnt ihr das Ganze noch genauer ansehen, wie das Ganze noch eben funktioniert. Ganz zudrehen und dann ein paar Schritte zurück. So, so könnt ihr es lassen und dann anfangen zum Einstellen. Die Schraube noch rein. Sicherungsschraube. Gut, Malwerk ist bereit. Tschüss.
Der Kaffeeauslaufschlauch ist jetzt auch sauber. Am besten ich kaufe euch so solche Bürsten. Mit denen funktioniert super. Habe ich bei Amazon gekauft, glaube ich, 7 Euro. Und ja, genau. So, was ihr mit der Düse anstellen könnt und reinigen und so weiter. Da habe ich auch schon ein Video gemacht darüber. Das werde ich euch auch dazu verlinken. So Leute, das Teil ist wieder sauber. Fangen wir mit dem Zusammenbau an. Schauen wir mal, wie uns das jetzt gemeinsam gelingt. Hoffentlich bringe ich es so hin, wie es mal war. Kabel nochmal ran. Stecke hin. Das Flowmeter. Drin. So. Das ist die rote. So. Das ist auch drin.
Und das ist das Unterteil. So, plus, minus. Minus. So, das passt. Das wird sich dann von alleine kalibrieren, wo es hingehört, wenn man es einschaltet. Es wäre schon super, wenn ich das noch sehen würde, wo genau der Strich ist. Alles voller Fett, ich sehe den Strich nicht. Und dann so muss das passen. In der Richtung, genau hier. Da. Da muss es passen, wo das Ganze beginnt. Jetzt haben wir es drin, es hingehört, das ist die Kabel. Falsch, richtig. So, jetzt sind wir korrekt, versperren wir das Ganze. So.
Eine Haltedichtung, da habe ich schon bereits neue. So, hier durch. Angesteckt. Zweimal. Hier angesteckt, das Malwerk, Malwerkmotor, kommt hier hin, das passt schon, so. Dieses Kabel kommt hier hoch. Kommt dann hier. Auf die vordere Seite. Perfekt. Das Kabel kommt hier durch. So. Die Wasserpumpe. Schauen wir nur, ob da vielleicht die Feder nicht irgendwie einen Bruch hat oder was. Das ist wichtig, dass die Feder in Ordnung ist. Okay. Die untere Feder schaut auch gut aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wie man die Pumpe reinigt, komplett öffnet. Könnt ihr euch das auch anschauen. Jetzt dabei machen wir weiter. Okay. Das da drüber. Was da hinein und schön gerade anschrauben, weil wenn das einmal schief ist, sind beide Plastikteile und dann geht das Ganze kaputt. Die Dichtung habe ich mir schon angeschaut, die ist noch gut. So. Kommt dieses Teil da?
Das müssen wir drehen. Das muss so rein. Das ist besser. Feder hinein. So. Haben wir Federn schon. Jetzt Wärmesensor rein. Gleich neben dem Wärmesensor ist das Kabel, was damit verbunden ist, und der orangene. Also der gelbe, das gelbe Kabel. So. Okay. Und wir sind fertig. Hier noch einmal festziehen. Kabel, Kabel, Kabel. Sehr gut. Immer wieder nachschauen, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. Natürlich, rot war oben, schwarz war unten. So. Da in den Löchern hinein. Ganz wichtig, dass das da in die Löcher reinkommt. Die Feder muss richtig stehen. So, wir sind dabei. Hier bitte nicht anschrauben, weil wenn ihr das anschraubt, dann wird das Ganze sehr laut. Das muss sich so bewegen können. Bitte diese Schraube, auch wenn ihr da das Loch sieht für ein passende Schrauben, bitte nichts reinschrauben. So. Hole ich noch die anderen Teile. Und dieses Stück kommt da hier auf. Und dann das kommt auch auf. Das dürft ihr auch nicht vergessen, bitte. Das ist nämlich ganz wichtig. Der Kaffeeauslauf, der geht noch ein bisschen nachgereinigt. So, Kaffeeauslauf ist auch gereinigt. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen. So. Okay, das Ganze schon mal da durch. Ich glaube, das ist auf der Klappe, das ist egal. Um das da zu öffnen, ja, das müsst ihr auf jeden Fall rausnehmen, und hier sind nur zwei Schrauben. Man könnte das Ganze aufmachen. Ist keine große Sache. Jetzt ist das Wichtigste, dass man das da jetzt da drunter in die Schienen reinschiebt. Und dieses Teil dann mitgeht. So.
Okay. So. Angesteckt. Das Teil haben wir jetzt angesteckt. Jetzt nehmen wir dieses Teil hier. Stecken es hier an. Okay. Dann unten drunter. Vielleicht die Maschine mal zuerst nach vor zum Rand schieben. So, dann geht das vielleicht etwas einfacher. So, jetzt sind wir da drin. Ich muss mit dem Teil jetzt noch rauf. So. Okay, das Ganze jetzt schließen. Das muss oben sein. Dann überheben wir das Ganze da drüber. Hier auch. Dann kneift das hier rein. Der Schlauch ist noch frei. Ja, der Schlauch ist frei. Und hier müssen wir es noch reindrücken. Klick. So. Die Brühgruppe ist auch schon drin. Jetzt versuchen wir die Tür reinzugeben. Einmal hier. Einmal biegen. Was ist das Loch hier? Andersrum. Wir müssen es so halten und so hinbiegen. Upp, jetzt sind wir drin. Die Tür muss auch geschlossen sein, weil dieses Teil hier hineinfährt. Und das drückt dann das Ding noch weiter hinein. Und wenn ich das da dann hineinschiebe, müsste jetzt dieses Sensor, seht ihr ihn da, da drin, wenn ich die Klappe jetzt hineinschiebe, seht ihr, hat Klick gemacht. So weiß die Maschine, dass das zu ist. Und wenn ich die Klappe öffne, geht das auch auf. Es ist zusammen verbunden. Klappe und Trester müssen drinnen sein. Es ist gemeinsam verbunden. Das heißt, das ist eins und derselbe Fehler. Entweder ist es der Trester oder diese Klappentür. Gut, ich muss das wieder rausnehmen. So, lassen wir das jetzt da. So, nochmal ein letzter prüfender Blick. Das bewegt sich. Der Schlauch ist frei. Die Kabel. Die stören da, gehen da hinein. Okay. So. Dürfte jetzt passen hier. Auf der Seite ist alles angeschlossen. Schläuche sind drin. Auf der Seite ist die Klappe auch drin. Gut, einen Versuch starten wir. Dazu gebe ich jetzt noch einmal dieses Teil hinein, so, dass noch einigermaßen drauf ist. Jetzt kommt so, jetzt stecken wir sie an.
Letzte Prüfung. So, das Aqua Clean leuchtet auch, also entkalkt gehört sie auch, aber wir testen jetzt einmal. Perfekt. So, diesmal einen großen. Ja, passt schon. Da kann man auch einiges einstellen, super. Okay. Die Reinigung hat zwar geholfen, doch das Mahlwerk malt nicht. Trotz Reinigung haben wir da ein kleines Problem mit dem Mahlwerk. So wie es aussieht. Und ich halte das und probiere mal noch einen. Gut, das dürfte da irgendwie eine lockere Verbindung sein. Das werde ich mir dann nochmal anschauen, aber später. Jetzt ist wichtig einmal, dass da ein Kaffee rauskommt. Sehr gut. So, Maschine ist sauber, Kaffee kommt. Die nächsten Videos, was ich jetzt dann noch machen werde, ist auf jeden Fall, ich habe ja gesehen, wie die Maschine eigentlich ausgesehen hat. Da möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wie ihr die Brühgruppe reinigt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Maschine, weil das macht, glaube ich, keiner hier. Also jeder kauft die Maschine und glaubt, die das passt schon, aber dieses Teil gehört gereinigt. Und das nächste Video, was ich mache, ist über diese Brühgruppe, was ihr da einstellen könnt, wie ihr sie komplett auseinander nimmt, wie ihr sie reinigt, wie ihr den Wasserdruck verändert, damit ihr auch euren Kaffee besser einstellen könnt. Und wenn das mit dem Mahlwerk weiter bleibt, dann werde ich noch ein Video über das Mahlwerk machen. Irgendwo dürfte da ein Wackelkontakt sein oder was, das werden wir dann noch sehen. Und ja, dieses Teil muss ich noch unten reinstecken. Und die Seitenteile kann ich jetzt noch zusammenbauen. Und die Maschine ist dann fertig. Ich hoffe, das Video bringt euch weiter. Es ist ziemlich lang geworden. Dafür haben wir aber die komplette Maschine auseinandergenommen und zusammengebaut. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten übergeblieben, aber das werdet ihr schon, denke ich, mir zusammenbringen. Die paar Schrauben sind noch geblieben für die Verkleidungen und alles. Und dann sind wir fertig. Somit zeige ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, mit dem Video bringe ich euch weiter, wie ihr diese Maschine komplett reinigen könnt. Und für die Brühgruppe mache ich noch eins. Gut, bis zum nächsten Video und Baba.